bin zur Zeitarbeit gewechselt, deswegen mach ich mal die Eieruhr an mir, dass wir alles im Griff haben. So, Mikro noch testen. Ich weiß gar nicht, was ihr da ohne zu lachen habt. Hier ist eben nur Armblöde. Naja, es könnte auch ein paar mehr sein. Aber wir wollen uns auch nicht streiten am Fasching, das ist völlig fehl am Platz, denke ich. Wenn ich da an meine Großeltern denke, Kelle. Neulich hat meine Oma gesagt, ach komm, früher war das so zärtlich zu mir. Wenn du von der Arbeit nach Hause kamst, hast du mich so leicht am Kinn gestreichelt. Ei, da hat's dir auch nur Arms. Also ich weiß gar nicht, warum du mich überhaupt geheiratet hast. Weil es früher kein Fertiggerichte gab. Oh nee, ich glaube, ich springe aus dem ersten Stock. Da nimmt gleich den Müll mit, oder? So geht es da in einem Fort. Es ist wirklich schlimm. Aber ihr habt ja auch gesehen, ich bin auf ein Pferd hier reingeritten. Das ist mein neues Hobby. Ich bin jetzt auch Mitglied bei den Pferdefreunden geworden. Ist da noch einer da von den Pferdefreunden? Ach, ja, genau, das ist dann sehr schön. Ihr wisst ja, woran man die erkennt, oder, die Pferdefreunde? Nee, an den krummen Beinen. Die kriegst du nämlich, wenn immer noch ein Tuffox beim Reiten. So singe ich jetzt mal die Hymne von den Pferdefreunden. Ein Jäger aus Kopalz hat seine Frau am Arsch gelenkt. Jetzt riecht er aus dem Hals, jetzt riecht er aus... Ja, das war was Falsches, sorry, Entschuldigung. Das war die Jagdgenossenschaft, die kommt nächstes Jahr dran. Habt ihr bestimmt auch schon von den neuen Tierschutzvereinen Bierstein gehört?
Sie haben sich zur Hauptaufgabe gemacht, freilaufende Katzen in Lebendfallen zu fangen und die dann zu kastrieren. So ist es auch zu erklären, warum mein Freund Hans Götz die letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch spurlos verschwunden war. Im Gasthaus zur Post auf dem Heimweg vermisst gegangen. In der Früh hat Frau Schock ziemlich unterkühlt, dann wieder freigelassen. Ja. Wie das jetzt mit der Kastration ausgegangen ist, das muss ich noch klären, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, boah. Also es bleibt festzustellen, für kleine Menschen ist das momentan eine sehr gefährliche Zeit. Trotzdem finde ich den Tierschutz natürlich wichtig. Ich bin mit meiner Frau neulich auf der Landstraße nach Pönsberg gefahren. Da rief sie: Stoppe mal, da war noch was. Ich bin auf die Eisen, mir steige aus. Ein lichter Tier mitten im Winter da am Schlossegraben. Da sage ich: Das ist doch ein Skunk, wie kommt dann der hierher? Sagt meine Frau: Eier, dem scheint es doch ganz gut zu gehen, den müssen wir doch mitnehmen. Sag ich: Eier, dann rein mit dem ins Auto, fahren wir ins Tier rein. Sag ich: Die Frau, es ist schon ein bisschen kalt und. Da sag ich: Ja, wenn doch zu dir auf der Beifahrer sitzt zwischen die Beine, dann ist es schön warm. Da sag ich: Tja, der Gestank, da wird das Tier sich dran gewöhnen müssen. Ja. Aber jetzt bezüglich des Handicaps der Kleinwüchsigkeit und wie ich den Hans damals eigentlich kennengelernt habe, nur noch ein kleines Lied. An der Autobahn am Rastplatz stand ein Mann und er suchte ein PC-Matrassi-Mann. Nur leider war er da zu klein, alleine kam er da nicht rein. Doch ich nahm ihn auf den Arm und sagte dann: Teil nicht ins Klo, mein kleiner Freund, du weißt, wie doll das immer scheut. Wer so klein wie du ist, der ist in Gefahr. Halt dich schön an der Brille fest, so fest es sich nur halten lässt. Ich besorg nur etwas Klopapier, dann bin ich wieder hier. Ich stand grad vor dem Seifenautomat, als es hinter mir ganz furchtbar quellen tat. Und dann hörte ich Geschrei, seine Brille war entzwei. Und da wusste ich, dass er mich verstanden hat. Fall nicht ins Klo, mein kleiner Freund, ich blieb zurück, hab fast geweint. Doch ich hörte ihn nur aus der Tiefe schreien. Ich stand vom Klo, war was vor Schreck, ich kam zu spät, er war schon weg. Wenn ich das hier in die Steine zähle, das glaubt mir kein Schwein. Bei Schwein fällt mir ein, dass wir in letzter Zeit einen Haufen Schweinerei miterleben mussten. Die gelben Engel haben uns belogen und betrogen. Ich habe dann gleich meinen Golf verschrotten lassen. Das war gar nicht das Auto des Jahres, das war alles gelogen. Wo ich mich hier am Autofahren oft zurückdrehen muss, was da alles auf der Straße unterwegs ist, man soll es nicht glauben. Viele Frauen zum Beispiel benutzen beim Fahren nur einen einzigen Spiegel, den Innenspiegel. Den brauchen sie nämlich zum Schminken. Und wisst ihr eigentlich, wer immer schuld ist, wenn eine Frau einen Unfall baut? Ja. Na ja, der Mann, der hat einen Aufschub gegeben, ja? Das ist so. So, beim nächsten Lied könnt ihr gerne mitsingen, aber bitte nur den Refrain, den kennt ihr ja alle. Spur. Ich muss sie überholen, sonst komm ich schon ihr Ziel. Wieso sitzt die nicht auf dem Wiesenspiel? Ich bring sie um, die will mich unterfühlen und dann uns sie nicht berühren. Ich gebe ihnen mal ein Zeichen, dass er es darf. Ich werde die Alte jetzt von hinten rappen. Oh, er kommt näher, dann fliegt sie aus der Welt.
aus, mein Kopf geht heran. Ja, dann kann sie verrecken hinter irgendwelchen Ecken. Dann ist es mit den Hexen eben aus. Meine Schwiegermutter spricht übrigens nicht mehr mit mir. Jetzt wollen bestimmt alle Ehemänner das Erfolgsrezept, wie man das schafft. Aber ich habe nur zu ihr gesagt, mit der neuen Brille siehst du nicht gut aus. Na, wieso? Ich habe doch gar keine neue Brille. Also hat aber ich. Aber um den Familienfrieden dann wieder herzustellen, habe ich ihr einen Zettel mit einer Botschaft hinterlassen. Dann drauf stand: Schwiegermutter, ich habe dich ungeheuer lieb. Dass das Wort ungeheuer groß geschrieben war, ist mir ein aufgefallen. Ja, ich habe übrigens auch neulich einen Brief bekommen, aber der war von meinem Zahnarzt. Er hat gemeint, es ist mal wieder an der Zeit, Grundlegendes in Ordnung zu bringen. Also ich weiß ja nicht, wer von euch gern zum Zahnarzt geht, da gibt es wahrscheinlich niemanden. Das ist ja wirklich mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber mein Motto ist ja, bringen wir es hinter uns. Und ich muss sagen, es hat auch gar nicht so arg wehgetan. Ich ging einmal zum Zahnarzt, denn ich habe Mut. Der Zahnarzt band mich rein, es war alles rot voll Blut. Er band mich auf den Sessel und dann suchte er den Zahn und sang, hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja gar nicht wehgetan. Dann holte er den Bohrer, ach, bohrt er den Gute. Er hatte einen Bohrer mit 4 Umdrehungen in der Minute. Er sagt, er muss so schnell sein, denn ich bohre im Akkord. Und da hat er mir mein linkes Ohr mit abgebohrt. Hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja gar nicht wehgetan. Ich saß in diesem Sessel, die Fäuste waren geballt. Er hatte großes Glück, ich war ja angeschnallt. Er sagt, ich wäre sein erster Kunde seit 12 Wochen und zack, war schon ein Schneidezahn mit abgebrochen. Hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja gar nicht wehgetan. Er gab mir eine Spritze, ich ging auf wie ein Ballon. Er meißelte in den Kiefer, als wäre er aus Beton. Jetzt griff er einen Presslufthammer und meißelte wie im Wahn und sang, hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja gar nicht wehgetan. Ich schrie, es tut sehr weh, er sagt, ich hätte ne Macke und bohrte noch mal scherzeshalber durch meine Backe. Dann lief er früh die Spüle und ich verschluckte fast den Hahn. Hat ja gar nicht wehgetan. Hat ja gar nicht wehgetan. Noch mal eine kleine paar Jahre, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe vorhin drauf gewartet, bis die Playback-Show zu Ende war, dann hat er zu mir gesagt, hier sag mal, war dein Vater organisiert in so einer Diebesbande. Da habe ich gesagt, wie kommst du da los? Du siehst so mitgenommen aus. Ja. Und wir haben ja hier einige Einbrüche für Steinach zu vermelden gehabt. 2013 zerwischt da regelmäßig unsere Tankstelle, diese Ausräumer. Da habe ich gedacht, da könnte man auch mal ein Lied singen, was mal die andere Seite beleuchtet, nämlich wie es um Einbrecher geht. Ja? Thank you.
gehört. Ich bin drin und ich weiß, dass das alles jetzt mir gehört. Oh, oh yeah. Nachts, wenn alles schläft, ist meistens keiner wach. Und weil ich das weiß, habe ich mir gedacht, weiß doch jeder, der fährt mit sich.